Mit dem NetViewer-Konferenzkasten kannst du mit deinen StudiVZ-Freunden Webkonferenzen abhalten. Dabei kannst du spontane, aber auch geplante Webkonferenzen machen. Wie ihr die Konferenzen nutzt, ob ihr dabei für die Hochschule Projektarbeiten gemeinsam durchführt oder einfach nur Spaß habt, bleibt euch überlassen. Bis zu 10 Teilnehmer können dabei Bildschirminhalte austauschen, per Voice-over-IP sprechen oder sich sogar per Webcam sehen. Wenn du die Applikation neu installiert hast, wirst du einen Hilfescreen sehen. Dort erhältst du grundlegende Informationen zur Nutzung der App. Fragen wie, was ist der NetViewer-Konferenzkasten überhaupt und wozu kann ich das überhaupt brauchen, werden hier beantwortet. Der Konferenzkasten besteht aus zwei Hauptfunktionen, die du nutzen kannst: spontane Konferenz und Konferenz planen. Bei einer spontanen Konferenz kannst du wählen, ob du das NetViewer-Moderatorenprogramm sofort ausführen oder ob du Freunde zu einer spontanen Konferenz einladen willst. Wenn du auf Freunde einladen klickst, wird deine Freundesliste geladen. Hier finden sich all deine Freunde, die die App ebenfalls installiert haben. Solltest du Freunde einladen wollen, die hier nicht erscheinen, kannst du das über die Funktion "Lade weitere Freunde in den Konferenzkasten ein" tun. Mit Konferenzplanen kannst du Konferenzen anlegen, die entweder an bestimmte oder alle deine Freunde gerichtet sind. Oder sogar Konferenzen, die allen StudiVZ-Nutzern zugänglich sind, die die App installiert haben. Dazu gibst du den Titel und die Beschreibung deiner Konferenz ein und wählst die Uhrzeit und den Tag aus, an dem die Konferenz stattfinden soll. Danach gelangst du wieder zur Funktion Freunde einladen. Sobald du auf Einladen klickst, erscheint deine Konferenz in deinem Stundenplan. In deinem Stundenplan siehst du immer die Konferenzen, die du als Teilnehmer zugesagt hast und die Konferenzen, die du als Moderator selbst abhalten willst. Unter Einladungen siehst du alle Konferenzen, zu denen du von deinen Freunden eingeladen wurdest. Diese kannst du mit einem Klick in deinen Stundenplan übernehmen. Unter Alle Konferenzen kannst du in allen öffentlichen Konferenzen deiner Freunde und aller Nutzer der App stöbern. Oder du benutzt dafür einfach die Suche.